Hey Leute, hier sind mega coole Fallen für euch, die ihr unbedingt kennen solltet, wenn ihr eure Freunde in einem Labyrinth mächtig in die Irre führen wollt. Ich habe schon mal diesen Tunnel hier vorbereitet, in dem wir Bobby nachher mächtig in die Irre führen werden. Und wenn er es dann tatsächlich rausschafft, darf er am Ende des Tunnels eine Runde schwimmen gehen. Glaubt ihr, dass es Bobby schafft, alle Fallen zu überstehen? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Natürlich soll das Labyrinth nicht so kurz sein und einfach nur geradeaus gehen, deswegen werden wir mehrere Abzweigungen festlegen. Ich würde sagen, hier starten wir mit der ersten und da soll natürlich auch direkt eine krasse Falle rein, damit Bobby es gar nicht erst zu den anderen Fallen schafft. Nummer 1. Wir haben den ersten kleinen Schlenker im Labyrinth vorbereitet und hier setzen wir nun die erste Falle ein. Dafür müssen wir erstmal den Boden abbauen und uns etwas Platz verschaffen. Nun setzen wir hier drei Kolben hin und Steine darauf, die nachher hochfahren können. Damit der Gang wirklich versperrt wird, platzieren wir hier oben drei Glasscheiben. Unten brauchen wir nun ein Fundament aus Redstone, damit alles miteinander verbunden wird. Und anschließend platzieren wir hier drei Spender so, dass die Sachen nach oben rausschießen. In jeden Spender kommt nun ein Lavaeimer rein, der nachher die Lava in den Gang reinfließen lässt. Jetzt verschließen wir hier noch alles mit Stein und platzieren drei Druckplatten. Wenn eure Freunde nun das Labyrinth betreten, stoßen sie direkt nach der ersten Abbiegung auf die erste Falle und verbrennen ganz schnell. Durch wiederholtes Betätigen der Druckplatten kann man die Lava aber wieder deaktivieren. Das Problem ist, dass ja auch die Wand hinten nach unten gefahren sein muss. Man muss also zuerst auf eine Druckplatte gehen, springen, um die Lava wieder zu entfernen, nach vorne auf die Dispenser gehen, warten, bis die Wand runter ist und kann durch. So leicht kommt man durch die Falle. Doch, oh mein Gott, was ist das? Ein Eisengolem? Nummer 2. Für das nächste Rätsel bauen wir eine unüberwindbare Grundgesteinmauer, durch die niemand so einfach hindurchkommt. Das Einzige, was wir übrig lassen, ist dieser schmale Durchgang hier. Auch alle anderen Wände tauschen wir jetzt durch Grundgestein aus, damit man in diesem Rätsel so lange gefangen ist, bis man wirklich den Weg hinausgefunden hat. Hier soll keiner irgendwie tricksen und sich mit einer Spitzhacke durchbauen. Wichtig ist außerdem, dass dieser Raum etwas höher ist als der Rest des Labyrinths. Deswegen müssen wir ein bisschen Platz nach oben schaffen. Nun platzieren wir in diesem Käfig einen Eisengolem und halten ihn mit einem Zaun und einem Tor im Bereich. Davor setzen wir jetzt noch eine Truhe und ein Crafting Table. Und in die Truhe legen wir nun dreimal Erde, einen Eisenbarren und einen Holzblock. Und das war's schon. Fertig ist unser Rätsel. Gefällt euch das Video bisher? Dann abonniert den Kanal und verpasst kein neues Video mehr von uns. Die Lösung des Rätsels ist ganz einfach. Zuerst baut man die Werkbank ab, nimmt die Erde, das Eisen und die Eichenholzbretter aus der Truhe und baut die Truhe ebenfalls ab. Jetzt betritt man den Grundsteinbereich, ohne dass man den Eisengolem berührt. In einer Ecke setzt man nun die drei Erdblöcke übereinander und beginnt dann, den Eisengolem zu besiegen. Das kann einige Zeit dauern, weil man ja kein Schwert hat und der Eisengolem wirklich stark ist. Zum Glück kann er einen auf den drei Erdblöcken aber nichts anhaben, sodass man ihn irgendwann tatsächlich besiegt. Nachdem der Eisengolem besiegt wurde, droppt er einige Eisenbarren. Man platziert jetzt hier die Werkbank, craftet sich eine Eisenfalltür und einen Knopf. Die Eisenfalltür platziert man nun so an der Werkbank und den Knopf darüber. Jetzt muss man nur noch den Knopf betätigen, schnell in die Eisenfalltür gehen und man backt in den Block darunter und kann jetzt das Grundsteingefängnis durch nur einen einzigen Block verlassen. Das funktioniert allerdings nur in der Java und nicht in der Bedrock-Version. Nummer 3. Die nächste Falle platzieren wir hier im Regenbogentunnel. Eigentlich könnten eure Freunde hier einfach durchlaufen und ihnen würde nichts passieren. Wir werden hier nun aber eine kleine Falle einbauen, auf die sie garantiert hereinfallen werden. Dafür habe ich hier schon mal etwas vorbereitet, damit wir hier nicht alles ausbauen müssen. Zuerst platzieren wir Diamanten im Regenbogentunnel, denn denen können eure Freunde garantiert nicht widerstehen. Dazu setzen wir hier ein Fass hin und einen Rahmen, der ganz eindeutig zeigt, was sich in der Truhe befindet. Und jetzt füllen wir das gesamte Fass mit Diamanten auf. Außerdem graben wir hier unten rechts ein Loch, platzieren dort einen Kolben und davor eine Stufe. Jetzt platzieren wir einen Beobachter und bauen eine Redstone-Treppe nach unten zum Kolben. Der Beobachter sollte jetzt auslösen, sobald jemand an das Fach geht und den Kolben nach vorne schieben. Testen wir das Ganze mal kurz? Jawohl, das funktioniert. Jetzt bauen wir ein Gerüst. Dieses Gerüst sollte das ganze Lavabecken überdecken. Wenn man jetzt die Truhe öffnet, wird das gesamte Gerüst einstürzen. Also hoffe ich zumindest. Wir werden es gleich bei Bobby ausprobieren. Jetzt müssen wir das Ganze noch verdecken. Dafür legen wir einfach überall Teppichböden hin. Dann fällt die Stelle, wo die Gerüste sind, auch nicht so auf. Die Falle ist fertig. Bobby kann kommen. Nachdem Bobby erfolgreich durch das Loch gekrochen ist, geht er durch den Flur. Ich dachte erst, er läuft an der Falle vorbei.
vorbei, doch dann ist er plötzlich nochmal umgekehrt und hat sich das Fass genauer angeschaut. Einem Diamanten kann Bobby anscheinend nicht widerstehen. Er ist also tatsächlich an das Fass gegangen und in die Lava gefallen. Eieiei, armer kleiner Bobby. Nummer 4. Als nächstes bauen wir ein Gefängnis mit Redstone-Kolben. Dafür müsst ihr so einen Raum hier bauen. Zuerst müssen wir oben und unten eine ganze Menge klebriger Kolben platzieren. Anschließend setzen wir auf alle klebrigen Kolben rote Wolle. Nun setzen wir hier unten Redstone vor die Kolben und schließen den Boden anschließend mit gelber Wolle. Über das platzierte Redstone setzen wir jetzt die Druckplatten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte der untere Teil des Gefängnisses stehen und eine Barriere hochfahren, durch die man nicht mehr rauskommt. Jetzt machen wir oben mit der Decke weiter. Auch hier setzen wir eine ganze Reihe Redstone-Verbindungen. Hierhin kommt außerdem ein Steinblock, daran dann eine Redstone-Fackel, die alle Kolben nach unten fahren lässt, und hier wieder ein Redstone-Punkt. Hiermit haben wir einen Inverter gebaut. Wenn wir jetzt das Redstone links aktivieren, wird die Redstone-Fackel rechts ausgeschaltet und alle Kolben fahren nach oben. Dafür platzieren wir hier einen Knopf. Sobald wir den Knopf drücken, fährt der gesamte Rahmen kurz nach oben. Und da die Standardposition immer unten ist, kommt man hier nicht mehr heraus. Der Trick bei der Sache ist jetzt, sich erst auf eine Druckplatte zu stellen, den Knopf zu betätigen und rauszuspringen. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob Bobby dieses Rätsel lösen kann. Nach dem Lavabecken geben wir ihm auf jeden Fall noch eine Chance. Und zack, Bobby ist natürlich rasend schnell in unsere Falle getappt und kommt nicht mehr heraus. Oh, armer kleiner Bobby. Aber nach einigen Suchen hat Bobby tatsächlich an die Decke geschaut und den Knopf entdeckt. Oh je, beim ersten Anlauf war Bobby aber wohl nicht schnell genug. Aber beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Weiter geht's mit dem nächsten Rätsel des Labyrinths. Nummer 5. Jetzt werden wir so richtig fies. Nach der letzten Falle wird jeder jetzt denken, dass das Labyrinth jetzt hier zu Ende ist. Aber nein. Ich habe da noch ein paar Tricks auf Lager, um das Ende des Labyrinths noch etwas hinauszuzögern. Wir starten mit einer Achterbahn. Dazu müssen wir erstmal einige Schienen und Antriebsschienen platzieren, die durch Redstone-Fackeln aktiviert werden. Hier habe ich schon mal ein Loch vorbereitet, das gleich noch sehr wichtig wird. Vor dem Loch platzieren wir eine Detektorschiene. Und hier an die Seite kommen zwei Kolben. Davor dann zwei Steine und auch hier machen wir das Loch zu. Unser Ziel ist es jetzt, mit der Detektorschiene die Kolben zu aktivieren. So werden nämlich die Schienen entfernt und die Falle wird ausgelöst. Das Ganze müssen wir jetzt mit Redstone miteinander verbinden. Wenn alles funktioniert, sollten die Kolben jetzt gegen die Steine drücken und die Schienen verschwinden. Wichtig ist dafür aber, dass hier ein Hohlraum ist. Das Ganze solltet ihr also so vorbereiten. Jetzt machen wir die Wand wieder zu und kleiden den Boden hier mit Teppichen aus, damit man die Kolben auf den ersten Blick nicht sieht. Und hier am Anfang platzieren wir noch eine Lore, damit die Fahrt auch losgehen kann. Na, dann bin ich mal sehr gespannt, ob Bobby in die Falle tappen wird. Er ist gerade erst aus dem letzten Rätsel entkommen und entdeckt die Lore. Ich glaube, seine Freude ist groß, aber ein bisschen skeptisch ist er trotzdem, denn erstmal hat er sich an der Lore vorbeigeschlichen und geschaut, wo das Ganze hinführt. Er scheint sich aber mega gefreut zu haben, dass er endlich schwimmen gehen kann und das Labyrinth jetzt vorbei ist. In Vorfreude mit vollem Anschwung ins Meer zu brausen, ist er in die Lore eingestiegen. Armer Bobby. Da ging's bergab. Oh je. Jetzt kann er das Meer nur noch durch eine Glasscheibe betrachten. Tja, Bobby, bevor die Finalachterbahnfahrt losgehen kann, habe ich tatsächlich noch ein Rätsel für dich. Nummer 6. Für unsere letzte Falle habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt und deswegen bauen wir jetzt auch erstmal ein Nether-Portal. Hier ist nämlich gar nicht mehr so viel Platz für eine Falle und im Nether haben wir noch jede Menge Platz, um eine geile Finalfalle zu bauen. Also, auf geht's! Oh je, da sind ja schon Gegner. Hallo, hier müssen wir gleich ein wenig zubauen, damit die Gegner uns die Falle nicht kaputt machen. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir hier am Nether-Portal eine Vorrichtung machen, dass Bobby nicht direkt hindurchgehen kann, um wieder zurückzukommen, sondern einmal durch unser Rätsel durchlaufen muss und dann von der anderen Seite das Nether-Portal wieder betreten kann. Zuerst platzieren wir hier und hier einen Kolben und setzen einen Netherstein davor. Jetzt ist es wichtig, dass wir wieder den Inverter von eben bauen, damit die Kolben erstmal aktiv sind und einen Turm aus Kies halten können. Wenn man dann auf die Druckplatten geht, soll der Kies herunterfallen und diese Seite des Nether-Portals versperren. Wenn ihr fertig seid, sollte das Ganze so aussehen. Die Kolben sind mit Redstone miteinander verbunden und hier steht unser Stapel Kies, der nachher das Nether-Portal verdecken soll. Hier ist unser Inverter, der ein aktives Signal an die Kolben sendet, damit sie erstmal zu sind und von hier unten kommt das Redstone-Signal der Druckplatten. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt haben wir Ein- und Ausgang schon mal fertig. Und unsere Druckplattenfalle, die das Portal verschließt, funktioniert einwandfrei. Bobby hat also keine andere Wahl, als durch unsere Fallen zu laufen, die wir gleich noch bauen, um dann hier wieder zurück zu seiner finalen Achterbahnfahrt zu kommen. Den Platz für unsere Falle habe ich vorbereitet, doch
was genau ich hier hinsetze, das seht ihr gleich, wenn Bobby versucht, das Rätsel zu lösen, denn dann könnt ihr noch ein bisschen mitraten. Oh nein, ich hab's fast geschafft. Muss ich wirklich durch das Nether-Portal? Tja, Bobby, jetzt bist du gefangen. Wie kommst du da nur wieder raus? Oh, ein Diamant. Den nehme ich mit. Mann, ey, was soll ich denn hier machen? Ich bin ja gefangen. Da ist eine Druckplatte. Yeah, es hat geklappt. Und den Diamant kann ich auch wieder mitnehmen. Oh nein, eine Lavawand. Ich weiß doch, wie Mac seine Sachen versteckt. Da ist bestimmt eine Truhe in der Lava. Ein Feuerschutztrank. Wie geil. Sehr gut, Bobby. Du hast das letzte Hindernis überstanden. Jetzt geht's durchs Nether-Portal. Nichts wie raus hier. Yeah, ich hab's endlich geschafft. Mega. Sehr gut, Bobby. Du hast es endlich geschafft. Ich bin der Beste.